Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat sich Herr Kaufmann gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ein allseits bekannter und richtiger Spruch lautet: Gute Politik beginnt mit der Wahrnehmung der Wirklichkeit. Der Kollege Schalauske hat gerade bewiesen, dass DIE LINKE zu guter Politik nicht in der Lage ist. Weil das, was Sie uns hier erzählt haben, hat mit der Wirklichkeit nun überhaupt nichts zu tun. Schauen wir doch einmal, was tatsächlich die Abläufe waren. Meine Damen und Herren, im Laufe des letzten Jahres wurde deutlich, dass die Finanzwirtschaft, die die Koalition aus CDU und GRÜNEN zu Beginn des Jahres 2014 aufgesetzt hat, ihre Früchte trägt, sprich, dass die Konsolidierung im Landeshaushalt erfolgreich gewesen ist und wir uns Spielräume erarbeiten konnten. So, in dem Augenblick, wie wir das festgestellt haben, haben wir entsprechende Maßnahmen auch ergriffen. Beim Haushaltsdebatte nachher werde ich sicherlich dazu noch ein Wort verlieren. Das Zweite ist, in Hessen wurde immer behauptet und auch durch Statistiken nachgewiesen, dass es unseren Kommunen, was die Zahl der Kassenkredite angeht, im Bundesvergleich besonders schlecht ginge, sprich, sie sind sehr weit hinten gewesen oder umgekehrt hatten sehr hohe Kassenkreditbelastungen. Dann lag es doch nahe, warum Sie nicht auf die Idee gekommen sind, weiß ich nicht, aber wir sind es, dass man die Situation, wir sind handlungsfähig geworden, die Kommunen leiden Not, und wir haben einen dritten Teil der Situation, nämlich die Zinsen sind extrem niedrig derzeit, sodass die Kassenkredite oder Kredite überhaupt die öffentlichen Hände nicht so drücken, wie es alle Kämmerer schon einmal in der Vergangenheit erlebt haben, dass wir sagen, wir machen jetzt einen großen Schnitt. Und da sollte bitte niemand vergessen, dass es geht um Kredite, die die Kommunen aufgenommen haben. Das sind alles Schulden der einzelnen Landkreise, Städte und Gemeinden. Das sind alles nicht Schulden des Landes. Und wenn jetzt jemand kommt, und Sie haben das ja immer wieder, selbst der sehr nachdenklich argumentierende Kollege Warnecker hat es ja versucht, uns darzulegen, das Land sei an den Schulden schuld. Meine Damen und Herren, das Land kann schon deshalb nicht an den Schulden schuld gewesen sein, weil es in Hessen ungefähr die Hälfte aller Kommunen gibt, die gar keine Kassenkredite haben. Und das sind sehr unterschiedliche. Das ist die zweitgrößte Stadt Wiesbaden und die kleinste Gemeinde Weißenborn gleichermaßen. Das heißt, es geht über die gesamte Palette der Kommunen in Hessen, dass es welche gibt, die keine Kassenkredite haben. Wenn jetzt also die Landespolitik so schlecht gewesen sei und an allem schuld, wie Sie behaupten, dann könnte dieser Sachverhalt so nicht eingetreten sein. Denn dann hätten alle gleichermaßen darunter gelitten. Also, die Behauptung ist schlicht falsch. Die kommunale Verantwortung und die kommunale Selbstverantwortung insbesondere und Selbstverwaltung halten wir hoch. Und deswegen gilt auch, wenn man entsprechende Entscheidungen vor Ort trifft, dass man dann auch die Konsequenzen zunächst einmal bei sich selber sehen muss. Und, meine Damen und Herren, nun kann man sicher sagen, ich will damit die Kommunen überhaupt nicht beschimpft wissen. Man kann schon sagen, dass angesichts der Zinsentwicklung der letzten Jahre, sagen wir mal, die Kassenkredite nicht so unmittelbar im Fokus der Haushaltswirtschaft der jeweiligen Gemeinde waren und sozusagen irgendwie eine stille Hoffnung bestand. Man hat manchmal den Eindruck, an der einen oder anderen Gemeinde, diese Kassenkredite lösen sich irgendwann von selbst auf. Das tun sie logischerweise nicht, sodass es sinnvoll war, hier, dass das Land ein Angebot macht. Und dieses wurde im Sommer letzten Jahres auch öffentlich verkündet. Warum im Sommer? Weil das der Zeitpunkt war, wo auf kommunaler Ebene begonnen wurde, die Haushalte zu planen und aufzustellen und demzufolge die Information wichtig war, dass man sie einfließen lassen konnte und sich darauf einstellen. Dann hat der Finanzminister und insbesondere auch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
die Angelegenheit vorbereitet, und zwar auf zwei Stufen. Zum einen wurde es landesweit an verschiedenen Stellen präsentiert, sprich informiert. Da waren ja auch sehr viele Mandatsträger, zum Beispiel der hiesigen Opposition, dabei. Und dann wurde zweitens auf der Fachebene die haushaltsmäßige sozusagen Vorkehr getroffen oder ermittelt, wie sich das Ganze darstellt. Und deswegen müssen mit allen Kommunen, allen in Hessen Einzelgespräche geführt werden, wie die Situation wirklich aussieht. Wir haben aber, und das ist sozusagen das andere Ende zu betrachten, angekündigt, und es ist auch sinnvoll, dass wir die Niedrigzinsphase nutzen wollen, dass wir also im Rahmen ungefähr eines Jahres bis zum Sommer diesen Jahres die Angelegenheit auch tatsächlich umsetzen. Wenn man dieses ganze Paket zusammennimmt, dann sind all die Vorwürfe, wir würden hier sozusagen Unizektik machen oder so, natürlich völlig aus der Luft gegriffen. Von dem sachlichen Ablauf her stellt es sich so dar, dass man die Fachsachverhalte im Einzelnen ermitteln muss und dann sozusagen die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Damit aber auch das Gesetzgebungsverfahren in hinreichender Präzision ablaufen kann, haben wir uns entschlossen, den Gesetzentwurf jetzt einzubringen. Prompt kommt der Kollege Hahn und sagt, wir haben einen falschen Gesetzentwurf eingebracht. Wir haben nicht gesagt, dass wir einen falschen Gesetzentwurf eingebracht haben, sondern wir haben den Gesetzentwurf auf einem realistischen Kenntnisstand, der, sagen wir mal, den Daten von Ende vergangenen Jahres entsprach, formuliert und eingebracht heute, damit wir in die Beratung gehen können. Und die Beratungsergebnisse werden, und das ist ja mittlerweile hinreichend dargelegt, auch vom Kollegen Dr. Arnold, dann durch eine Anhörung ganz sicherlich geprägt. Der verehrte Direktor des Städtetages hat jetzt kurzfristig uns noch schöne Grafiken, um nicht zu sagen Tortenstücke, präsentiert, um da sozusagen seine Position darzulegen und den Kampf dafür aufzunehmen, dass die Kommunen an der Beseitigung ihrer eigenen Schulden möglichst wenig selber leisten müssen. Das ist ja das Ziel der Aktivität, Herr Dr. Dieter. Das ist auch ein völlig legitimes Ziel. Logischerweise, jeder möchte gern, dass der andere für ihn bezahlt. Dass wir dabei in solchen Diskussionen immer vergessen, dass am Ende alles derselbe bezahlt, nämlich der Steuerzahler, das sollte man immer mal wieder gelegentlich daran erinnern, weil es nämlich und das ist eigentlich die Frage, die man sich stellen sollte, bevor man das Geld sozusagen ausgibt, was man nicht hat. Denn noch einmal darauf zurückkommend, wenn die Hälfte aller hessischen Städte und Gemeinden keine Kassenkredite haben, dann muss es doch in den Entscheidungsinhalten zwischen diesen und der anderen Hälfte gewisse Unterschiede geben, die erhebliche Kassenkredite haben. Und ich weiß nicht, wer es war. Einer hat ja den Kreis Offenbach genannt, Herr Kollege Hahn, völlig richtig. Das ist mit der am dramatischsten Verschuldete. Wenn man sich die Politik der letzten Jahre anguckt, kann ich Ihnen auch ein paar Gründe dafür nennen. Ich kann Ihnen auch sagen, dass meine Freunde zum Beispiel immer stark dagegen argumentiert haben. Insoweit sind wir uns da einig. Aber beide würden wir wahrscheinlich sagen, das war auch kommunale Verantwortung. In demzufolge ist es auch kommunale Verantwortung, mitzuwirken, dass die Verschuldung wieder zurückgeht, nur damit da kein Missverständnis entsteht. Meine Damen und Herren, wir haben in dem Gesetzentwurf ja schon das, was in dem ersten sozusagen Teil des Ablaufes erkennbar war, Wünsche der kommunalen Spitzenverbände artikuliert, also Wünsche aus den Kommunen hier, ich sage mal, zum erheblichen Teil, um nicht zu sagen weitgehend berücksichtigt. Es ist jetzt die Frage, und die ist heute immer noch nicht abschließend zu beantworten, weil es sind ja noch nicht alle Einzelgespräche mit allen Kommunen durchgeführt. Erst wenn man da die Bilanz ziehen kann, weiß man tatsächlich die exakten Zahlen. Und dann wird man sich, und das können wir, denke ich, im Gesetzgebungsverfahren ohne Probleme auch leisten, einfach mal, dann wird man sich die Frage überlegen müssen, wie man dann die Finanzierung am Ende aufstellt. Nur eine dieser Unterstellungen, die man auch beim Städtetag finden kann, so nach dem Motto neue zusätzliche kommunale Zwecke. Wenn Sie das behaupten, haben Sie den Gesetzentwurf nicht richtig gelesen. Das steht in § 2 des ersten Artikels, nämlich des Hessenkassengesetzes, direkt drin. Und es ist im Prinzip die Schutzklausel dafür, dass wenn es kann ja in 30 Jahren sich die Welt auch noch mal ein bisschen ändern, vorzeitige Entschuldung oder ähnliche Dinge mehr, dass wenn dann bei der aufgestellten Finanzierung sozusagen was übrig bleibt, dass das Land sich das genau nicht selber in die Tasche schiebt, sondern dass das auf jeden Fall den Kommunen zusteht. Das ist die Aussage, die Sie jetzt nicht
jeder Weise so deutlich herumdrehen wollten. Nur, Herr Kollege Hahn, das stimmt halt nicht. Einen allerletzten Punkt will ich noch anmerken, meine Damen und Herren. Hier ist so viel immer die Rede von kommunales Geld. Ich kann Ihnen nur raten, immer der, das formuliert, der Herr Dr. Dieter weiß das schon. Der Artikel 106 des Grundgesetzes ist ein furchtbarer Artikel, das gebe ich gerne zu. Aber er hat in den Absätzen 5, 5a und 6 beschrieben, das, was kommunales Geld ist. Und er hat darüber hinaus im Absatz 5, 5a und 6 und im Absatz 7 hat er dann beschrieben, was das Land zu entscheiden hat, was es seinen Kommunen gibt. Das, was sie in diesem Rahmen bekommen, ist meiner Meinung nach von uns. Wir wollen das auch und wir sollen das auch, aber es verdient nicht die Bezeichnung, das ist alles kommunales Geld. Und wir haben ja, man könnte da noch viel darüber reden, über den kommunalen Finanzausgleich, der neu aufgestellt ist und zu Rekordsummen führt. Ich denke, das gesamte Paket, Herr Präsident, ich komme zum Schluss, zeigt deutlich, wie sehr gerade diese Regierung sich um die Kommunen in Hessen kümmert und dafür sorgt, dass es ihnen genauso gut geht wie den Menschen hier im Lande. Vielen Dank. Danke, Herr Kaufmann. – Für die Landesregierung spricht Finanzminister Dr. Schäfer. Verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich versuche, der Debatte aufmerksam zu lauschen und meine festgestellt zu haben, dass wesentliche Teile der Debatte sich eher um prozedurale Fragen in der Durchführung dieses großen Projektes gedreht haben und weniger um die inhaltlichen Fragestellungen. Ich glaube, es dürfte in diesem Hause unbestritten sein, dass eine Entlastung der hessischen Kommunen vor dem Zinsrisiko bei den Kassenkrediten eine jetzt notwendige Maßnahme ist. Wenn nicht jetzt, vielen Dank. Wenn nicht jetzt, wann dann, meine sehr verehrten Damen und Herren? Und deshalb glaube ich, ist eine richtige Entscheidung, dass wir entschieden haben, das größte Kommunalentschuldungsprojekt in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hier in Hessen zu etablieren, meine Damen und Herren. Das ist das größte Kommunalentschuldungsprogramm, das es in Deutschland je gegeben hat. Und wenn ich sehe, wie viele andere Bundesländer mittlerweile bei uns anklopfen, um mal zu hören, wie man so etwas macht, bin ich mir relativ sicher, dass Hessen einmal mehr Schule machen wird, auch außerhalb unseres Bundeslandes. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Kritik am Prozedere. Ich wage einmal den Versuch, mir vorzustellen, wenn wir, ohne vorher mit irgendeiner Kommune gesprochen zu haben, ohne mit den Kommunalen Spitzenverbänden vorher gesprochen zu haben, hier einen Gesetzentwurf als Landesregierung vorgelegt hätten. Was wäre uns da vorgeworfen worden? Ignoranz, arrogant, ihr redet ja mit niemandem, ihr seid abgehoben da in Wiesbaden. All diese Dinge wären doch hier vorgetragen worden. Nein, wir haben uns ausdrücklich anders entschieden. Wir haben uns ausdrücklich anders entschieden, und wir haben das vor allem auch von Beginn an transparent gemacht, dass wir nämlich versuchen wollen, aus den Einzelgesprächen mit den Kommunen, mit jeder einzelnen potenziell betroffenen Kommune, ist ausführlich gesprochen worden und wird ausführlich gesprochen. Ich habe ausdrücklich auch im Haushaltsausschuss des Landtages und ich glaube auch hier von diesem Pult gesagt, wir wollen den Gesetzentwurf möglichst spät einbringen, um möglichst viele der Erfahrungen aus diesen Einzelgesprächen mit einfließen zu lassen. Und was dort hineingekommen ist, an Flexibilisierung, an der Möglichkeit, Ratenzahlungen für die Kommunen zu verschieben, ist Ergebnis genau dieser Gespräche gewesen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nun mag das für manchen Parlamentspuristen eine ungewöhnliche Vorstellung sein, was dort passiert ist. Aber wir haben versucht, möglichst nah an der Basis, möglichst nah an der kommunalen Familie, mit der kommunalen Familie die Dinge so zu erarbeiten, dass daraus ein Konzept wird, was am Ende trägt, gemeinschaftlich, kommunale Familie und Land, um die größte kommunale Entschuldung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zu administrieren. Kollege Hahn würde gerne. Ich habe noch nie das Wort Parlamentspurist gehört. Ich bitte um eine Definition. Ich glaube, dass das
Das eignet sich sicherlich für eine wunderbare Aussprache im Ältestenrat, über die Definition einmal nachzudenken. Meine sehr verehrten Damen. Lassen Sie uns einen Augenblick weiter über die Sache reden, weil ich nämlich das Gefühl habe, dass Sie ein hohes Interesse daran haben, auf Nebenkriegsschauplätze auszuweichen, um eben über die Sache nicht zu reden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zweiter Punkt. Der Umstand, dass der Betrag von 6 Milliarden € kein Fixer ist, sondern Bestandteil der Überprüfungen in den Gesprächen mit den Kommunen, haben wir von Beginn an transparent gemacht. Auch im Haushaltsausschuss des Hessischen Landtages habe ich Ihnen die Grafiken gezeigt zwischen gemeldeten Kassenkrediten und dem, was unsere Kreditprüfer in der ersten Runde festgestellt haben, nämlich 5,1 etwas Milliarden €. Lieber Kollege Hahn, dann heute hier so zu tun, als sei das eine völlig neue Information. Es war sowohl Ihnen, den Mitgliedern des Haushaltsausschusses des Hessischen Landtages, der Öffentlichkeit und vor allem auch den Kommunalen Spitzenverbänden hinlänglich bekannt, dass dies so ist, meine Damen und Herren. Insofern wäre es etwas seriöser gewesen, auf diesen Umstand hier hinzuweisen, meine Damen und Herren. Ich glaube, vor uns liegt noch eine Menge Arbeit. Nachdem die Kolleginnen und Kollegen auf dem Weg sind, sich über die genaue Gestaltung des parlamentarischen Verfahrens zu verständigen, ich auch großes Verständnis dafür habe, dass die Parlamentarier sagen, wir hätten gerne ein bisschen mehr Zeit, wenn wir jetzt darüber zu reden haben, was das bedeutet am Ende des Prozesses, wie viel Zeit brauchen dann die Kommunen zusätzlich, nachdem das Gesetzgebungsverfahren ein bisschen später endet. Weil am Ende mehr Beratungszeit hier darf nicht zulasten der Beratungszeit in den Kommunen gehen. Deshalb werden wir darüber sicher zu reden haben. Zweiter Punkt. Wir werden sicherlich darüber zu reden haben, wie, und das hatte ich übrigens auch von Beginn an gesagt, wenn die 6 Milliarden € nicht vollständig benötigt werden, hatte ich von Beginn an gesagt, dass wir dann auch über die Zusammensetzung der Refinanzierung erneut reden müssen. Und ich habe auch gesagt, dass dann, wenn es Möglichkeiten gibt, einzelne Finanzierungselemente zurückzufahren, dann nicht primär die Landesanteile zurückgefahren werden, sondern wir dann über die kommunalen Finanzierungsbeiträge in der Art, wie wir das mit den kommunalen Spitzenverbänden immer tun, dann in den entsprechenden Gremien zu sprechen und nach Möglichkeit darüber eine Verständigung zu erzielen, meine sehr verehrten Damen. Das werden wir in aller Ruhe und Gelassenheit, weil wir können es nämlich erst dann tun, wenn nicht nur die 173 Gespräche mit den Kommunen, die bis heute stattgefunden haben, sondern auch noch die weiteren 50, die ausstehen, wenn wir ziemlich präzise wissen, welcher Liquiditätsablösungsbetrag dann am Ende stehen wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Genauso werden wir in der Anhörung aufmerksam zuzuhören haben, wenn Kommunen, die sagen, ja, wir sind finanzstärker als der Durchschnitt, aber von der Finanzkraft von Bad Homburg oder Eschborn noch ein ganzes Stück weiter weg. Ihr werdet aber im Gesetzentwurf gleich behandelt. Es gibt nämlich keine Investitionsmittel. Da werden wir genau zuzuhören haben, welche Argumente dort vorgetragen werden und wie man möglicherweise damit vernünftigerweise in einem Prozess umgehen kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden ganz sicherlich über die Refinanzierungsinstrumente, ich wiederhole es, noch einmal reden müssen, um dort die Dinge vernünftig gemeinschaftlich hinzubekommen. Ausdrücklich, wir werden den Weg weitergehen, gemeinschaftlich mit der kommunalen Familie die Dinge so auf den Weg zu bringen, dass am Ende möglichst breit getragener Gesetzesbeschluss des Hessischen Landtages stehen kann. Und lassen Sie mich das zum Schluss sagen. Ich wage die Prophezeiung, dass es ähnlich sein wird wie beim Schutzschirm. Hier im Landtag wird es eine sehr kontroverse Diskussion und auch Abstimmung geben. Und ein nicht unerheblicher Teil derjenigen, die hier im Landtag dagegen stimmen werden, werden auf der kommunalen Ebene, wenn sie dort Verantwortung tragen, in der Verantwortung für ihre eigene Gemeinde, mit der gleichen Überzeugung am Ende zustimmen, wie sie hier dagegen gestimmt haben. Das habe ich nicht zu bewerten, aber im Schutzschirm haben wir das gesehen. Hier die Backen aufblasen, dagegen votieren, aber vor Ort genau wissen, dass die Dinge für die jeweilige Kommune von enormem Profit an der Stelle ist, und deshalb dann dort zuzustimmen. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist ein Umstand, den ich Ihnen jedenfalls in der Debatte
nicht der. Ja, Kollege Schmidt, getroffene Hunde bellen. Sie sind ja auch durch die Lande gezogen und haben versucht, Ihre Partei vor Ort gegen die Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs in Stellung zu bringen. Irgendwann haben Sie Ihre Informationsveranstaltung abgebrochen, weil keiner zuhören wollte, weil die meisten Kommunen in Hessen profitiert haben von der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs. So sind die Wahrheiten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Wettbewerb zwischen unangemessenem Zwischenruf und dem Applaus für den Redner. Entschuldigen Sie, Herr Minister. Herr Abgeordneter Schmidt, bitte mäßigen Sie Ihre Wortwahl. Herr Schmidt, ich rede mit Ihnen. Ja, ich versuche nur, nachdem wieder Ruhe eingekehrt ist und der Kollege Schmidt geschafft hat, seinen Zwischenruf auch ins Protokoll zu bringen, die Dinge zu einem Ergebnis. Ich glaube, dass wir eine sehr gute Chance haben, im weiteren parlamentarischen Verfahren die Dinge noch weiter zu konkretisieren, weiter zu verfeinern und sicherzustellen, dass am Ende nicht nur ein gemeinsam auch mit der kommunalen Familie getragener Entwurf steht, sondern dass wir danach sagen können, Kassenkredite in Hessen, hessischen Kommunen gehören ab dem Spätsommer dieses Jahres der Vergangenheit an. Und dann ist der Vergleich, Herr Kollege Warnecke, nicht mehr mit Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen, sondern dann sind wir besser als Bayern. Und das ist unser Maßstab, meine Damen und Herren. Danke, Herr Staatsminister. Für die FDP-Fraktion hat sich Dr. H.C. Hahn zu Wort gemeldet. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss gestehen, Herr Finanzminister, dass Sie meine Frage offensichtlich vollkommen falsch eingetütet haben. Mir geht es bei der Äußerung Parlamentspurist nicht um das Thema Ältestenrat. Aber ich würde schon mal ganz gerne wissen, was ein Staatsminister, der auch Mitglied des Parlaments ist, darunter versteht. Also das war ein bisschen zu einfach gewesen, Ihnen die Kurve zu machen, wie Sie sie eben versucht haben zu drehen. Aber wir können das ja nachher noch einmal beim Wein oder beim Kaffee oder beim Wasser, wie auch immer, wir können auch Tee gemeinsam trinken, wie das Kollege Rock und der Ministerpräsident waren, noch einmal klären. Ich glaube, es ist schon schwierig, als Mitglied der Landesregierung, vorwurfsvoll war das ja gemeint, vom Parlamentspuristen zu reden. Aber es hat nichts mit dem Ältestenrat zu tun. Das war das vollkommen falsche Schublädchen, das Sie meine Frage versuchten eben zu versteckeln. Ich bin ganz dankbar, dass Sie also bis auf den allerletzten Teil, im letzten Teil Ihrer Rede, eine etwas perspektivischere Funktion übernommen haben. Ich nehme jetzt mit, will das aber mit diesem Redebeitrag auch gleich noch einmal in das Protokoll des Hessischen Landtags herein, wie man so schön sagt, diktieren. Ich bitte den Stenografen um Entschuldigung, wenn ich dieses Wort nehme. Aber ganz offensichtlich hat uns der Finanzminister sagen wollen, alles mit der Hessenkasse ist im Fluss. Also, wir brauchen jetzt diesen Gesetzentwurf, weil wir hier auch Fristen zu beachten haben. Es gibt ja nichts Sehnlicheres als Ihr Wunsch, dass dieses noch vor der Sommerpause umgesetzt wird, damit Sie auch mit dem entsprechenden Tatütata in den Landtagswahlkampf gehen können. Aber, Herr Kaufmann, ich war bei Ihnen so friedlich gewesen. Uns fällt manchmal trotzdem immer noch schwer. Also, es ist im Flusse, aber es gibt hinten ein Ende, das mit den Sommerferien zusammenhängt. Wir haben ja auch gestern schon mit den Obleuten darüber geredet. Ist ja alles okay. Kann ich davon ausgehen, dass sogar
zu diskutieren ist, wie hoch die Hessenkasse überhaupt belegt wird. Es liegt ja hier vor. Und der Verfasser Dr. Dieter sitzt ja da oben und ist von allen angesprochen worden. Da gibt es den Vorschlag des Städtetages, überschrieben mit Wäre es so nicht besser, Doppelpunkt, Hessenkasse vermindert Bedarf um über 1,2 Mio. Euro, also um 1,2 Milliarden Euro. Gehe ich recht in der Annahme, dass auch Sie davon ausgehen, dass es eine Reduzierung des Volumens der Hessenkasse gibt? Oder wollen Sie tatsächlich, das war ja schon eine dialektische Meisterleistung des Kollegen Kaufmann, wollen Sie tatsächlich uns weismachen, dass Sie ja nur das Geld einsammeln, um es dann den Kommunen wieder gut zur Verfügung zu stellen? Also, erst einmal wegnehmen, selbst Kriterien schaffen, um dann das Geld wieder generös zurückzugeben. So stelle ich mir einen fairen Umgang des Landes mit seinen Kommunen nicht vor. Und deshalb wollen wir schon wissen, und wir wollen es, wenn es jetzt nicht geht, heute Abend in der Ausschusssitzung schon wissen, wie ist denn überhaupt die Möglichkeit der Veränderung noch vorhanden? Wie viel Beinfreiheit hat mal ein Bundeskanzlerkandidat der Sozialdemokraten, ich kann es nicht ersparen, Herr Warnecke, gesagt, wie viel Beinfreiheit besteht denn da noch? Also wird jetzt auf Teufel komm raus bei diesem Betrag von 6 Milliarden plus 3 Milliarden Zinsen und so weiter, wird er verblieben oder nicht? Das ist doch wichtig für die Beratung hier im Hause. Das ist doch wichtig für den Umgang hier im Hause und das ist auch wichtig für die Kommunen. Sie müssen doch wissen, worüber Sie reden. Also ich habe das ja verstanden und ich habe es auch vorher schon verstanden. Ich habe nur nicht verstanden, dass man in den Gesetzentwurf noch 6 Milliarden € reinschreibt. Deshalb, verehrter Herr Dr. Schäfer, sorry, wenn ich Sie gerade störe bei der Arbeit mit Ihrem PC, aber wie Sie mir vorwerfen können, dass ich mich aufrege, dass in Ihrem Gesetzentwurf noch 6 Milliarden € steht und zwischen der Einbringung des Gesetzentwurfs und der Debatte zur ersten Lesung, wo gerade einmal eine Woche Zeit war, Sie es selbst um ungefähr 20% reduzieren, ich verstehe nicht, was dieser Vorwurf soll. Machen Sie doch Ihre Arbeit gleich richtig. Oder lassen Sie die Arbeit gleich richtig machen. Ich war nicht überrascht, dass es weniger als 6 Milliarden ist. Ich bin nur überrascht, ich sage es noch einmal, dass jeder kapiert, dass CDU und GRÜNE doch die Chuzpe haben, auf falschem Datenmaterial einen Gesetzentwurf einzubringen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und hätten wir nicht am Mittwoch im Haushaltsausschuss, ohne die Details schon zu kennen, darauf hingewiesen, dieses Hoppla-Hopp, was Sie vorhatten, bei dem Durchsetzen, dem Durchziehen dieses Gesetzentwurfs, der ja offensichtlich falsch ist, hätten wir das nicht schon gesagt, hätte ich auch versucht, es durchzuziehen. Das macht man nicht. Kommen ich sage Sie noch zum einmal. Schluss, Herr Hahn. Ja, ich war gerade beim letzten Satz. Das, da informiert man auch früher die Kolleginnen und Kollegen. Oder aber man macht einfach einen vernünftigeren, einen realistischeren Gesetzentwurf. Ich wäre für Letzteres. Vielen herzlichen Dank. Danke, Herr Hahn. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Warnecke gemeldet. Lieber Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Chaos, das hier veranstaltet wurde, ist keines, das etwas mit diesem Parlament in der Opposition zu tun hat. Keines. Die Zusage, die Sie meinem Kollegen Herrn Kummer im Haushaltsausschuss gegeben haben, dass es einen Regierungsentwurf zu Beginn des nächsten Jahres geben wird, Herr Minister, die Zusage, dass Sie im Haushaltsausschuss gesagt haben, da gibt es einen Regierungsentwurf, haben doch wir nicht ersetzt durch einen Parlamentsentwurf. Zwar nicht wir, ist das Parlamentspurismus? Sie haben da etwas in die Welt gesetzt, und jetzt gibt es keinen Regierungsentwurf. Den müssen die Fraktionen tragen. Und da wir ja wissen, das haben Sie zu Recht angesprochen, dass Sie mit den Kommunen intensive Gespräche führen und hinter vorgehaltener Hand dann ja immer gesagt wird, wie erfolgreich man sei, gibt es da offenkundig einen riesigen Datensatz, den wir hier in dem entsprechenden Gesetzentwurf nicht vorfinden. Den kennen wir nicht. Ich bezweifle übrigens auch, dass Sie den kennen, Sie, die diesen Gesetzentwurf eingebracht haben von GRÜNEN und CDU. Die ganzen potenziellen Absprachen, die nur noch unterschrieben werden müssen, die kennen wir nicht. Kennt die jemand hier im Parlament? Waren Sie bei den Verhandlungen dabei? Ist das Parlamentspurismus, darauf zu bestehen, dass wir diese Unterlagen bekommen? Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir dann, ich wollte vorhin nicht so sehr darauf eingehen, aber wenn wir dann lesen, 25 € sollen bezahlt werden, das steht in dem ganzen Gesetzentwurf nicht drin, wie viel Geld das ist. Da
Da stehen überall für die 200 Millionen Mittel. Da wird, wie Herr Kollege Hahn zu Recht gesagt hat, 100 Millionen wird ausgegangen. Aber da gibt es ja entsprechende Abschichtungen, wenn man die Hälfte seines entsprechenden Kassenkredites abbezahlt. Da steht überhaupt keine Zahl drin. Wissen Sie das nicht, wie viel Geld das ist? Sonst wird da alles belegt, sogar wie dann der investive Teil abbezahlt wird, indem man erst einmal 265 Millionen oder 56 Millionen, wenn ich es im Kopf habe, und danach hier auf die entsprechenden Rücklagen des Landes in weiteren Jahren zugreifend abbezahlen möchte. Aber dazu steht keine einzige Zahl drin. Wenn das, was wir hier mehrfach diskutiert haben, richtig ist und es sich in der Dimension von 3 Milliarden bewegen kann, ist das doch nicht Peanuts. Warum steht da nichts drin im Gesetzentwurf? Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben doch Sie nicht zu verantworten. Das ist doch der Regierungsentwurf, den Sie einfach übernommen haben. Warum steht die Regierung nicht dazu? Kann man so eine Zahl nicht schreiben? Und der letzte Punkt, liebe Kolleginnen und Kollegen, der ist schon erstaunlich. Wir haben als Ausgangspunkt die Situation, dass man sich bemüht, zu sagen, dass die bisher verbotene Situation, Kassenkredite in langfristige Kredite umzuwandeln, die maßgeblich von den Kommunen bezahlt werden, dieses Verbot im Grunde genommen aufgehoben wird. Ja, es gilt sogar für einige Kommunen, bei denen sich die Banken weigern, den Kredit abzugeben, dass die Hessenkasse diesen Kredit weiter bedient. Also es ist eigentlich nichts anderes, als das umzuwandeln. Und jetzt kommt ja die Frage, die man schon stellen muss und damit einhergehen muss, weil man ja den Kommunen so vertrauensvoll, so wohlwollend, mit großer Güte begegnet, um es von heute Morgen aus der Andacht noch einmal aufzugreifen, indem man dann neue Restriktionen erfindet. Neue Restriktionen für die Kommunen, noch einmal die Kommunalaufsicht anschärft, weil man ja ein so großes Misstrauen hat, dass die Kommunen, die dieses Geld nicht freiwillig zum Fenster rausgeschmissen haben, dass die Kommunen das weiterhin machen werden. Was soll das, liebe Kolleginnen und Kollegen? Was soll das vor allen Dingen in einem Fraktionsgesetz? Ist das die Position, um das einmal aufzugreifen, Herr Finanzminister, die hier möglicherweise auch kommunalpolitisch Verantwortlichen gegenüber ihrer kommunalpolitischen Tätigkeit haben? Hat irgendeine Kommune die Kassenkredite aufgenommen, um das Geld zum Fenster rauszuschmeißen und gesagt, oh ja, machen wir ein paar Kassenkredite? Hat die Kommunalaufsicht bisher gesagt, oh ja, macht ja ein paar Kassenkredite, schmeißt Geld zum Fenster raus, auch egal? Warum muss man da zusätzliche Restriktionen einführen? Die Begründung sind Sie bis heute schuldig geblieben. Aber wir hoffen darauf, dass Sie das begründen, und zwar auch in den Anhörungen, warum wir die Kommunen noch weiter knechten müssen, warum es notwendig ist, den Leuten zu erklären, dass Sie, die das ehrenamtlich im ländlichen Raum überwiegend machen, zu doof sind, zu kapieren, worum es geht. Das müssen Sie begründen. Und da fehlt jede Begründung. Und ein letzter Punkt, der in der Tat bei der ganzen Diskussion bisher keine so große Rolle gespielt hat. Herr Dr. Arnold, Sie haben ja, und Kollege Schalauske hat darauf hingewiesen, Sie haben ja eine Position korrigiert, weil es in der Tat für Parlamentspuristen mit der Art, wie wir miteinander umgehen, nicht vereinbar war, zu sagen, machen wir es mal hoppla hopp, da trifft sich am Morgen die Enquetekommission für die Verfassung, und dann machen wir mal eben nachmittags eine Anhörung, und eine Woche später machen wir dann schlicht im Ausschuss die entsprechenden Beratungen, damit das ganz schnell verabschiedet werden kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn denn richtig ist, dass man mit den Kommunen eigentlich die Sache schon in trockenen Tüchern hat, Klammer auf, insofern ist die Argumentation von Herrn Dr. Hahn noch viel schärfer, weil wenn man das alles schon in trockenen Tüchern hat, hätte man es ja schon längst wissen müssen, da gebe ich Ihnen völlig recht, schon längst wissen müssen. Stellt sich doch die Frage, wenn man das so macht, und man will das ja anscheinend so machen, was ist denn im Hintergrund passiert? Haben Sie das alles nicht zusammenrechnen können? Was ist da gelaufen? Kommen Sie bitte die Kommunen, zum Ende, ja, die Kommunen wissen doch, dass sie dieses vertraglich unterschreiben können. Da ist doch relativ egal, wann die entsprechenden Sitzungen sind. Und als letzten Punkt, ich möchte das Argument noch umdrehen, Herr Dr. Schäfer. Bei uns im Kreistag hat die CDU vor Ort gegen die Hessenkasse gestimmt und nicht die Parlamentarier, die hier im Hessischen Landtag sitzen. Ich danke fürs Zuhören. Glück auf. Danke, Herr Warnecke. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Dr. Arnold gemeldet. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die letzten beiden Beiträge von Herrn Kollegen Hahn und Herrn Kollegen Warnecke haben mich doch veranlasst, jetzt noch einmal hier ans Rednerpult zu gehen. Nein, das war zum Haushalt dann, mein Lieber. Ich lasse es nicht zu, dass Sie mit falschen Argumenten diesen Gesetzentwurf und diese Maßnahme der Hessenkasse hier schlechtreden. Das ist der Sache nicht angemessen. Und es ist auch falsch, was Sie sagen. Ich möchte sehr deutlich machen, dass wir in beiden Fraktionen außerordentlich froh sind, dass durch Finanzminister Schäfer,
durch den Innenminister Peter Beuth und alle Mitarbeiter in den Ministerien dieser Gesetzentwurf sehr sorgfältig vorbereitet worden ist. Die Frage, wie hoch letztendlich die verbleibenden Kassenkredite sind zum 30. Juni dieses Jahres, das festzustellen, war eine Riesenarbeit. Und der erste Ansatz, die 6,3 Milliarden, war eine erste Schätzung, weil in der ersten Ermittlung auch einige Gemeinden ihr Limit sozusagen gemeldet haben, gar nicht einmal die tatsächlich in Anspruch genommenen Kassenkredite. Herr Arnold, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Nein, das möchte ich nicht, Herr Präsident. Ich möchte erst einmal ausführen. Und diese Ermittlungen haben die Zeit in Anspruch genommen, die wir auch für richtig halten, denn wir brauchen hier eine sorgfältige Vorbereitung. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir sagen können, es werden 5,2, 5,1 Milliarden € sein. Das stellen wir noch in den nächsten Wochen fest. Die zweite Frage, die Sie aufgeführt haben, Regierungsentwurf, Fraktionsentwurf. Es ist ja nicht so, dass wir als Fraktionen eine Vorlage der Regierung übernommen hätten und nun als unseren Fraktionsentwurf einbringen. Natürlich sind die Fraktionen eingebunden gewesen, auch in den Beratungen verschiedener Einzelheiten. Als Beispiel die 750.000 für die kleinen Gemeinden. Ein anderes Beispiel, dass bei dem Eigenanteil eine Begrenzung von 25 € pro Einwohner jetzt eingeführt worden ist. Das sind so Punkte, die wir diskutiert haben, und andere Details dabei. Und ich möchte auch eines noch einmal sehr deutlich sagen. Ich glaube, das waren Sie, Herr Zawarnecke, indem Sie gesagt haben, die Kommunen werden geknechtet durch den Teil im Gesetz, der sich mit kommunalrechtlichen Dingen beschäftigt. Ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass jeder Verständnis dafür hat, dass wir jetzt sehr viel Geld in die Hand nehmen, gemeinsam, Kommunen und das Land, um diese Kassenkredite aus der Welt zu schaffen, und dass wir alles tun müssen, um zu vermeiden, dass dies nicht noch einmal passiert. Die, die gut gewirtschaftet haben, über die Hälfte der Kommunen, denen ist das klar. Aber es gibt andere, die eben nicht eine so klare und auch für folgende Generationen wichtige Haushaltspolitik betreiben. Und ich glaube, es ist nicht nur nachvollziehbar, sondern mehr als richtig, dass wir dafür sorgen, dass es hier klare Regeln gibt, die eine erneute Verschuldung durch Kassenkredite hier vermeiden, sondern dass der eigentliche Zweck der Kassenkredite, der schon längst in der HGO festgelegt ist, nämlich nur eine unterjährige, kurzfristige Ersatz von fehlender Liquidität, dass man dahin wieder zurückkehrt. Und das ist, und nicht mehr, ist hier gemacht worden. Deswegen sind wir sehr dabei, was der Innenminister dort vorgeschlagen hat. Also lassen Sie uns im Ausschuss darüber reden. Wir wollen alle Einzelheiten klären. Und lassen Sie uns gemeinsam etwas tun, was den Kommunen hilft, zu guten Finanzen und zu einem guten Haushalt wieder zu kommen. Das ist der eigentliche Zweck. Und wir sollten uns hier nicht verlieren in Einzelheiten, die der Sache nicht dienlich sind. Vielen Dank. Danke, Herr Arnold. Für die LINKEN hat sich Herr Schalauske zu Wort gemeldet. Ja. Okay. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe mich jetzt auch noch einmal durch den Redebeitrag vom Kollegen Dr. Arnold zu Wort gemeldet und möchte drei Punkte noch einmal unterstreichen. Herr Dr. Arnold hat jetzt gesagt, Sie haben den Gesetzentwurf sorgfältig vorbereitet. Und jetzt wollen wir ja zugestehen, dass natürlich die Jetzt wollen wir natürlich zugestehen, dass die Ministerien und die Landesverwaltung auch Gesetzentwürfe sorgfältig vorbereiten kann. Aber was Sie uns bisher noch nicht nachvollziehbar erklärt haben, ist, warum Sie einen Tag vor der ersten Lesung des Gesetzentwurfs eine zentrale Zahl zur Hessenkasse, nämlich die Frage, wie viel Kassenkredite Sie ablösen wollen, in einer Presseerklärung korrigieren, eine Zahl, die Sie sozusagen in dem Gesetzentwurf anders angeben. Das hat doch mit sorgfältiger Vorbereitung wenig zu tun, meine Damen und Herren. Das Zweite ist, dass Sie hier insistieren auf klare Regeln und auf die Bedeutung von ausgeglichenen Haushalten und der Kommunalaufsicht und dass Sie da die Zügel straffer fassen wollen. Und ich finde, Herr Warnecke hat doch recht, wenn wir sagen, dass die Kommunen geknechtet werden. Weil das Problem ist doch nicht, dass die Kommunen das Geld zum Fenster rauswerfen, dass die Kommunen das Geld verprassen und dass sie deswegen nicht ausgeglichene Haushalte haben, sondern das Problem
Problem ist, dass die Kommunen vom Land keine ausreichende Finanzausstattung bekommen und vielen Kommunen nichts anderes übrig geblieben ist, als sich zu verschulden. Und deswegen ist der Kampf gegen die Verschuldung der Kommunen auch der falsche Weg, die Zügel anzuziehen, die Kommunen dazu zu zwingen, wenn es dann wieder schlechter läuft, dann neue Kürzungsorgien zu machen. Sie haben doch die kommunale Daseinsvorsorge schon erheblich beeinträchtigt. Sie haben dazu beigetragen, dass in vielen Städten und Gemeinden die Aufgaben nicht mehr in dem Maße erbracht werden können, wie sie denn notwendig wären. Wollen Sie dann mit Ihrem Gesetzentwurf bei der nächsten Runde diese Daumenschrauben noch weiter anziehen? Wollen Sie dann wieder eine neue Kürzungsrunde einleiten? Auf diese Fragen müssen Sie doch hier eine Antwort geben. Auf jeden Fall sind die, die sich in dem Gesetzentwurf andeuten, die falschen. Und der letzte Punkt, weil Sie sagen, Sie lassen sich hier Ihren schönen Gesetzentwurf nicht schlecht reden, Herr Dr. Arnold. Das können Sie ja jetzt hier so sagen. Aber Sie müssen auch der Opposition zugestehen, wobei ja hier das Wort vom Parlamentspurismus gefallen ist, dass ja die Interpretation zulässt, dass Sie von intensiven Parlamentsdebatten nicht allzu viel halten, weil Sie ja sehr puristisch seien. Ich finde, es ist, das Parlament ist hier das höchste Organ, und ich glaube, dass man da auch mit dem Parlament ordentlich umgehen muss. Aber wenn Sie sagen, Sie lassen sich hier Ihren schönen Gesetzentwurf nicht schlecht reden, dann kann ich Ihnen nur sagen, wir lassen es auf jeden Fall nicht zu, dass Sie sich hier selbst beweihräuchern, weil Sie eine Politik machen, die nur einen Teil des Schadens wieder behebt, den Sie selber verursacht haben. Diese Selbstbeweihräucherung, Herr Dr. Arnold, die lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Danke, Herr Schalauske. Wir sind am Ende der ersten Lesung angelangt und überweisen den Entwurf des Hessenkassengesetzes zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Haushaltsausschuss, mitberatend den Innenausschuss. Bevor wir fortfahren, meine Damen und Herren, begrüße ich auf der Besuchertribüne den Generalkonsul der Russischen Föderation, Herrn Alexander Borisowitsch Bulai, sowie die Mitglieder seiner Delegation. Herzlich willkommen.